Hallo zusammen, ich sitze hier und schneide dieses Video für euch, das ihr jetzt gerade seht, aber das sollte es eigentlich gar nicht geben. Warum? Wir waren am letzten Wochenende auf Verwandtenbesuch in Nordrhein-Westfalen und haben bei der Gelegenheit einen kurzen Stopp bei WCS eingelegt. Dort haben wir uns etwas einbauen lassen, was schon lange auf unserer Liste stand, und zwar einen Taster zum Aufwecken der Lichtmaschine. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall viel zu wenig Material, um daraus ein eigenes Video zu machen. Dann sind wir aber ins benachbarte Holland gefahren und dort gab es dann einen Einbruchalarm aufs Handy. Was da passiert ist, seht ihr in diesem Video. Diesmal wird es nur ein kurzer Besuch bei WCS. Unser Ducato, Baujahr 2020, hat diese angeblich intelligente Lichtmaschine, die sich einfach schlafen legt, also runterregelt, obwohl sie noch zu tun hätte, zum Beispiel die Aufbaubatterie laden. So fährt man unter Umständen eine Stunde, ohne dass sich der Ladezustand der Wohnraumbatterie großartig ändert. Abhilfe schafft hier ein Taster, der die Lichtmaschine aufweckt und dafür sorgt, dass der Ladebooster die Lithium mit seiner eingestellten Leistung lädt. Bei uns sind das 45 Ampere. Es ist immer eine Freude, hier zu sein, denn morgens wird man mit einem Frühstück verwöhnt und Adriano bekommt Kaffee bis zum Abwinken. Heute wird der Kaffeeautomat aber geschont, denn Jorge ist mittags schon fertig. Und hier seht ihr den neuen Taster, links unten am Armaturenbrett. Rechts neben dem Lenkrad ist jetzt ein Display, das ständig die Spannung der Starterbatterie anzeigt, wenn der Motor läuft. Wenn dieser Wert unter ca. 12,5 Volt sinkt, ist das das Zeichen, dass die Lima ein Päuschen einlegt und nicht daran denkt, die durstige Aufbaubatterie zu laden. Der Weckruf kommt nun von uns mit Hilfe des Tasters und schon ist die Siesta beendet. Weil es noch früh ist, haben wir Lust, zur ältesten Stadt der Niederlande, nach Nimwegen, zu fahren. Das sind nur 30 Kilometer. Park 4 Night zeigt citynah zwei Parkplätze, die sich für größere Fahrzeuge eignen. Bei einem steht in den Kommentaren, dass dort häufig in Womus eingebrochen wird. Also nehmen wir den anderen. Der liegt sehr zentral und drumherum ist jede Menge los. Perfekt für einen Kurzbesuch der Stadt. So, wir sind beim WCS ziemlich früh fertig gewesen und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Sind nach Holland rüber gefahren, nach Nimwegen. Ich fahre mir die korrekte holländische Aussprache, das kriege ich nicht hin. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Altstadt bummeln. Alle dabei. Nimwegen wurde von den Römern um das Jahr 100 nach Christus am Fluss Waal gegründet. Die Waal ist der größere der beiden Mündungsarme des Rheins in die Nordsee. Die Stadt gehörte zum Hansebund und konnte sich sogar Kaiserstadt nennen, denn sie war nördlichste Residenz von Kaiser Karl dem Großen. Einige Gebäude hielten der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg stand, so zum Beispiel das im Jahr 1612 erbaute Waage-Gebäude De Waag am Grotemarkt.
Bei uns meldet sich das kleine Hüngerchen, das wir in der Stadtbrauerei De Hemel mit einem kleinen Snack besiegen wollen. Ich merke erst nach dem Hinsetzen, dass ich unter einem riesigen Gewicht einer interessanten Uhr sitze. Hoffentlich hält das, solange wir hier sind. Das Uhrwerk treibt über lange Seilzüge die Zeiger einer Wanduhr an, die allerdings irgendwie falsch geht. Oh, Himmel, fürchterlich. Die Hemelbrauerei. Moment, was ist das? Ein Anruf auf meinem Handy von der Pandora-Alarmanlage? Das hatte ich noch nie, es sei denn, wir selbst haben ein Fenster geöffnet, ohne den Alarm auszuschalten. Der Status der Pandora-App zeigt ein geöffnetes Fenster bei Sensor 4. Mein Puls ist sofort auf 180. Wir sind doch extra auf dem Parkplatz, wo nichts über Einbrüche stand. Wilde Gedanken über durchwühlte Schränke schießen durch meinen Kopf. Ich sehe zertrümmerte Scheiben, denke an Lieferengpässe bei Ersatzfenstern. In 6 Wochen wollen wir doch in den Urlaub fahren. Wir haben immer noch keine Folie im Van, um ein kaputtes Fenster vor Regen zu schützen. Am liebsten würde ich sofort zum Schorschi laufen. Adriano bleibt ganz gechillt, checkt ab und zu über die App, ob der Van zumindest an Ort und Stelle bleibt. Er meint, bei 20 Minuten Fußweg kämen wir sowieso zu spät, um irgendwas zu verhindern. Wir sollten jetzt lieber in Ruhe essen und dann zum Van laufen. Ihr könnt euch denken, dass mir die Bissen eher im Hals stecken geblieben sind. So, jetzt werden wir sehen, was uns gleich erwartet. Jetzt sitzen wir gerade beim Essen und Trinken und bekommen aufs Handy den Alarm von unserer Pandora-Alarmanlage, dass ein Fenster aufgebrochen ist. Eine Stunde in Nebenwegen und schon gleich ein Zwischenfall. Jetzt haben wir so 15-20 Minuten Fußweg zurück zum Wohnmobil und hoffen, dass uns nicht zu Schlimmes erwartet. Ihr werdet es gleich sehen. Man sieht auch überhaupt gar keine Versuche. Alles in Ordnung. Heckfenster. Keine Macken zu sehen. So, das ist Fenster Nummer 4, das gemeldet wurde von der Alarmanlage. Es sind aber keine Beschädigungen zu entdecken. Keine Kratzspuren, nichts ausgebrochen, auch nichts am Lack. Alles in Ordnung. Lässt den Schluss zu, dass vielleicht nur jemand aus Versehen dran gestoßen ist. Oder davor geschlagen hat und damit den Alarm ausgelöst hat. Denn die Pandora fabriziert keine Fehlalarme. Da können wir uns nach 2 Jahren jetzt mittlerweile sicher sein, dass das also schon seinen Grund gehabt hat, warum das ausgelöst hat. So, eigentlich hätten wir ja in Nebenwegen einen Kaffee trinken wollen, gemütlich. Aber nach dem Schrecken ist mir jetzt überhaupt nicht mehr danach, durch Nimwegen zu bummeln. Erstmal Puls ein bisschen runter, Blutdruck runter. Wir sind jetzt hier an den Rhein gefahren, ein bisschen Schiffe gucken, Sonne scheint, wir können ein bisschen auf den Rhein gucken.
Und zur Beruhigung gibt es keinen Schnaps, sondern Kuchen mit Sahne. Das tut uns am besten. Das Ganze. Während Adriano so vor sich hinrührt, öffne ich das Fenster der Schiebetür und filme vorbeifahrende Schiffe. Plötzlich fällt mir auf, dass der Sensor dieses Fensters nicht an der Scheibe klebt, sondern auf der Gummidichtung liegt. Auf dem Parkplatz in Nimwegen hat ja die Sonne richtig auf die Scheibe geknallt und der 2 Jahre alte Klebestreifen hat wohl den Geist aufgegeben. Sollte dies der Grund für den Alarm gewesen sein? Das wäre natürlich richtig, dass beim Fallen des Sensors der Bewegungsalarm auslöst. Aber die Nummer stimmt nicht. Hier haben wir Sensor 6, der Alarm war bei Nummer 4. Hat die Werkstatt beim Einbau der Pandora vor 2 Jahren vielleicht die Nummern vertauscht? Das werden wir gleich testen. Okay, und jetzt? Fehlanzeige. Korrekt wird hier ein Alarm bei Sensor 6 angezeigt. Die Theorie stimmt also schon mal nicht. Nun kontrollieren wir noch, ob Sensor 4 am Heckfenster einen Alarm wie in Nimwegen auslöst. Hierzu öffnen wir einfach bei geschärfter Alarmanlage das Fenster. Sekunden später meldet sich die Pandora mit Alarmanruf und Statusmeldung. Sie arbeitet also fehlerfrei. Der Sensor 6 an der Schiebetür wird heruntergefallen sein, als die Alarmanlage mal nicht scharf gestellt war. Wer weiß, wann das passiert ist, denn das Fenster habe ich seit dem letzten November nicht mehr geöffnet. Bleibt letztlich nur unsere erste Vermutung, dass irgendjemand vor das Fenster geschlagen hat, aus welchem Grund auch immer, und den Erschütterungsalarm dabei ausgelöst hat. Oder habt ihr noch eine andere Idee? Die Batterien haben wir in allen Sensoren vorsichtshalber mal ausgetauscht. Das ist laut Werkstatt sowieso einmal pro Jahr fällig. Unsere Werkstatt hat unsere Frage, ob eine zu niedrige Batteriespannung einen Einbruchalarm auslösen kann, nicht beantwortet. Das können wir uns aber auch überhaupt nicht vorstellen, denn das wäre ja dann ein großer Minuspunkt der Pandora. Stellt euch mal vor, die Batterien geben den Geist auf und der Alarm geht einfach ohne Grund los. Wir sind froh, dass es nur viel Lärm um nichts war und wir von einem Einbruch verschont geblieben sind. Eigentlich würde ich zu gerne wissen, ob überhaupt jemand auf dem belebten Parkplatz auf den 30 Sekunden langen lauten Alarmton, und der ist wirklich laut, reagiert hat. Ich selbst habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich einen Autoalarm gehört habe und den einfach einer Fehlbedienung durch den Besitzer zugeordnet habe. Wie reagiert ihr auf einen Alarm, egal ob Fahrzeug oder Haus? Schaut ihr nach, was los ist? Ich werde das in Zukunft hoffentlich tun, natürlich nur, wenn ich mich nicht selbst gefährde. Dazu ist schließlich eine Alarmanlage da. Sie soll Aufmerksamkeit auf einen versuchten Einbruch lenken und Diebe durch möglichst viele heraneilende Personen abschrecken.